Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Rezension von Infernale von Sophie Jordan. Ich habe das Buch im Internet gesehen gehabt bei verschiedenen Buchgruppen. Es gab auch eine Werbeaktion vom Verlag und ja, da bin ich schon drauf aufmerksam geworden und stand auf jeden Fall schon ein paar Wochen auf meiner Liste, wo ich dachte, ich möchte es auf jeden Fall lesen, denn erstmal ist das Cover richtig toll, es spricht mich wirklich an. Ich finde es sehr, sehr schön von der Farbgestaltung und im Gesamten die Komposition und natürlich auch die Story, also zumindest das, was man am Anfang erfährt. Also stand schon ein paar Wochen auf meiner Liste und jetzt hatte ich dann doch die Gelegenheit, es mir zu besorgen und habe es gleich gelesen. Ich wusste nicht so ganz, was ich davon erwarten sollte. Es handelt sich um eine Dystopie, was ja eigentlich so ziemlich mein Lieblingsgenre ist im Moment. Und ja, ich habe es gelesen und es zählt zu meinen absoluten Lieblingen jetzt. Es zählt zu meinen Lieblingsbüchern. Insofern, in der Geschichte geht es um Davy. Davy ist eine ganz normale Schülerin, sogar mehr als das. Sie ist außerordentlich begabt, was Musikalität angeht. Also sie hat mit 3 Jahren einfach sich ans Klavier gesetzt und konnte Chopin und andere Stücke auswendig spielen, ohne dass sie jemals Unterricht gehabt hätte. Sie beherrscht mehrere Instrumente, hat eine außerordentliche Stimme und ja, kommt aus einem guten Elternhaus. Und dir schwebt eine großartige Zukunft vor. Was? Eine großartige Zukunft erwartet sie. Genau. Denn natürlich haben ihre Eltern hohe Ansprüche an sie, aber sie auch an sich selbst, da sie ja so erzogen wurde, von allen immer nur bewundert wurde. Von daher weiß sie, dass eine großartige Zukunft vor ihr liegt. Und ja, sie hat einen Freund, den auch alle anderen begehren, weil er Footballspieler ist und in der Schule natürlich alle auf ihn stehen und sie so glücklich sein kann, dass er ihr gehört. Ja, in dieser Welt ist es aber so, in der Zukunft, dass ein Gen festgestellt wurde, was als Mördergen bezeichnet wurde. Das ist das HTS-Gen. Und auf dieses werden alle Menschen mittlerweile getestet, so am Ende der Highschool-Zeit. Genau. Und alle, die das Gen besitzen, die werden eben schon prophylaktisch wie Straftäter behandelt. Also die haben sehr, sehr strenge Auflagen. Die dürfen eigentlich nicht mit normalen Menschen zusammen sein, da sie als sehr gewalttätig gelten, da die Gefahr sehr hoch eingeschätzt wird, dass da etwas passiert. Und ja, Davy wird dann erstaunlicherweise auf dieses HTS-Gen positiv getestet und das bedeutet für sie ein Zusammenbruch ihrer gesamten Welt. Ihre Eltern verkraften das sehr, sehr schwer. Für sie ist es so, als ob ihre Tochter quasi gestorben wäre, zumindest am Anfang. Ihre Freunde wenden sich komplett von ihr ab. Ihr Freund, ja, scheint erstes noch zu versuchen, aber eigentlich ist für ihn die Sache damit auch geklärt und ist auf jeden Fall im Endeffekt wendet er sich auch von ihr ab. Und sie muss feststellen, dass einfach dieses eine Gen, wo sie sagt, sie könnte niemals jemanden umbringen und sie ist immer noch die gleiche Person, die sie vorher war, vor ein paar Stunden, wo das bekannt geworden ist, dass das ihr ganz altes Leben quasi wie weggewischt ist. Es bedeutet nichts mehr, denn jeder behandelt sie anders. Sie darf sich nicht mehr frei bewegen. Sie muss auf eine andere Schule gehen. Sie wird von der Juilliard, an der sie angenommen wurde, wieder quasi ausgeladen. Ja, also ihre gesamte Zukunft und Gegenwart bröckelt quasi vor ihren Augen auseinander. Und sie kann nichts tun. Sie fühlt sich total hilflos und muss dabei zusehen, wie ihr ganzes altes Leben, ihr perfektes Leben sich quasi auflöst. Was ich besonders gut finde an diesem Buch ist, dass es toll geschrieben ist, in dem Sinne, dass man die Gefühle gut nachvollziehen kann. So Mitte, Ende des Buches, wo es auch sehr, 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 sehr spannend wird. Ich werde natürlich jetzt nicht spoilern, aber es wird sehr spannend und ich habe auch oft geweint bei diesem Buch, denn es ist so toll geschrieben, dass man sich prinzipiell gut in Davy hineinversetzen kann, in diese Situation. Also es ist halt einfach wirklich so geschrieben, dass man sich vorstellt, man wäre an ihrer Stelle, dass man sich vorstellt, wie es wäre, wenn sich jetzt alle meine Freunde von mir abwenden würden, meine Familie sich auf einmal seltsam verhalten würde, alle denken würden, ich könnte ihnen etwas antun, obwohl ich ja der gleiche Mensch bin wie vorher und ich denke, dass ich jemals jemandem etwas antun könnte. Ja. Von daher richtig, richtig toll. Genau, außerdem, ich habe eine kleine Liste.
Außerdem halt gibt es eine ganz, ganz tolle, tiefgründige Charakterentwicklung, was mir sehr gefällt. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Also, ich habe ja schon gesagt, es gibt ganz tolle Handlungsstränge später noch. Das Buch ist wirklich, wirklich spannend, sehr mitreißend. Ich habe das jetzt in 2 oder 3 Tagen gelesen, ich weiß nicht genau. Also ich hatte nicht so viel Zeit immer am Stück und somit hat sich das ein bisschen aufgesplittet. Ich denke, man könnte das auch gut in einer Sitzung durchlesen, weil man wirklich gut im Lesefluss ist. Und ich weiß auch nicht, es ist eines der wenigen Bücher, die mich so wirklich gefangen gehalten haben, wo ich immer wieder auch drüber nachdenken musste und mich schon darauf gefreut habe, wenn ich irgendwo war, zu sagen, ja, jetzt komme ich zu Hause, setze mich in mein Bett und lese das Buch weiter und weiß, wie es mit Davy weitergeht. Ja, natürlich ist auch wieder eine Liebesgeschichte integriert. Was ich gut finde, weil sie nicht zu doll ist. Also sie ist nicht zu kitschig, steht nicht zu sehr im Vordergrund, entwickelt sich diesmal langsam, was mir gut gefällt. Ich hasse das, wenn es immer so ist, ich sehe ihn, wir verlieben uns auf den ersten Blick und dann ist das die verheißungsvolle, starke Liebe. Ich finde das nicht so toll. Also klar, man hat solche Momente in Büchern immer, wo man schon weiß, aha, die sind füreinander gedacht und das entwickelt sich dann. Das ist auch gut, das ist auch hier der Fall. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Ich finde das nur irgendwie dämlich, wenn das so komplett ohne Entwicklung ist. Wenn das so von jetzt auf gleich hops auf einmal so miteinander verliebt. Das ist mir ein bisschen zu, weiß auch nicht, ein bisschen zu dämlich. Kann ich nicht sagen. Ja, aber das ist hier nicht der Fall. In somit zusammenfassend kann ich sagen, unbedingt lesen, unbedingt lesen. Es kommt noch ein zweiter Teil raus, der auch der letzte sein soll, zumindest nach meinem jetzigen Stand. Die Thematik ist natürlich problematisch und aktuell, was mir äußerst gefällt, weil man findet wenig Jugendbücher, Dystopiebücher, naja, nicht wenig Dystopiebücher, aber wenig, sage ich mal so, Jugendbücher, die sowohl unterhaltend sind, als auch eben sich mit aktuellen problematischen Thematiken befassen. Und ich finde, dieses Buch schafft es auf eine sehr, sehr gute Weise, weil es genau den Mittelweg findet, genau diesen Grat zwischen etwas Ernstem, einer Geschichte, die spannend ist, die den Leser interessiert, von Schicksalen, aber ohne eben nervtötend zu sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also es gibt ja auch dann so Literatur, wo man denkt, ja, oder eben das Problem rückt total in den Hintergrund und es geht dann im Endeffekt nur noch um die beiden Protagonisten, die dann miteinander und um ihre Beziehungen kämpfen müssen und widrigen Umständen entkommen müssen. Ja, das ist halt schön. Ich mag das auch wirklich, aber es ist mir halt manchmal auch ein bisschen flach und das ist halt echt, echt toll. Und ich würde auch sagen, das ist eine der wenigen Dystopien, wo ich auch sage, das ist wirklich gut vorstellbar. Genau wie bei Rebellion der Maddie Freeman. Ich würde es so ungefähr in die Kategorie einordnen, beziehungsweise die Bestimmung. Wobei bei mir die Bestimmung, also wer alle 3 Bücher gelesen hat, wird verstehen, warum ich das da einordne. Dann passt es schon ziemlich gut in diese Kategorie. Und bei der Rebellion der Maddie Freeman ist ja auch so, dass diese Gefahr heutzutage quasi schon gut zu sehen ist. Also man kann vom heutigen Standpunkt sagen, ja, die Entwicklung ist durchaus so in diese Richtung. Und das wäre ein sehr wahrscheinliches Szenario, was ich immer etwas gruselig finde, aber eben auch toll, dass es Menschen, Autoren gibt, die sich sowas vorstellen, darüber schreiben und eben auch aufzeigen, wie es wäre und dass es eben am besten nicht so kommen sollte. Genau. Ich finde aber jetzt so im Vergleich zu Rebellion der Maddie Freeman, obwohl es einer meiner Lieblingsbücher ist, von der Umsetzung hier äußerst gut. Viel, viel besser. Denn Maddie habe ich gelesen, da war ich noch etwas jünger. Ich habe es dann nochmal gelesen und habe auch festgestellt, dass die Umsetzung nicht so geil ist. Also damals hatte ich noch andere Maßstäbe. Die Grundidee ist klasse und die Umsetzung hätte man eben noch cooler machen können. Also noch ein bisschen anspruchsvoller. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Und damit schließe ich das jetzt auch ab. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Ich wollte nicht zu viel verraten. Ich wollte euch einfach nur mal meinen Eindruck vermitteln. Und auf jeden Fall sagen, es ist eine Leseempfehlung von mir. Denn dieses Buch hat es echt geschafft, zu meinen Favoriten jetzt zu zählen. Und es wird einen tollen Platz in meinem Regal bekommen. Ich muss erst was freiräumen, aber es wird einen guten Platz bekommen. Genau, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.